Servus und herzlich willkommen zurück zum Mountain Blade 2 Bannerlord mit mir, dem Eagle, und mit der Tochter des Wolfs, die sich jetzt hier wieder ja in der Nähe ihrer Burg aufhält. Wir haben im letzten Part halt ein bisschen, erst einmal ein ewig langes Turnier geführt. Hier haben wir uns ein bisschen im Chinesengebiet umgeschaut, haben ein bisschen neue Ausrüstung gekauft und ja, das Geld ist jetzt großteils weg. Wir haben noch ein paar Partnerschaften hier gegründet. Aber wir müssen jetzt mal dringend wieder Geld verdienen. Das ist einfach so. Wir haben noch das Sword of Crimson Dawn gefunden hier, diese eine Quest da. Aber ja, war ganz nett. Haben wir hingekriegt, war jetzt aber gar nicht so das Überschwert, worauf ich eigentlich gehofft hatte. Aber gut, ist jetzt halt so. Ansonsten, was haben wir jetzt hier noch bei dem Charakterding? Ah, Reitkunst kriegen wir ein bisschen mehr. Ja gut, dann, weiß ich nicht. Wollen wir Präzisionsmales von Reittieren aus? Ja, komm, machen wir mal das. Ein berittener Bogenschütze oder in dem Fall eigentlich bei mir eher Pistoliere. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Taiping kriegt noch einen Punkt. Preis der Treue. Minus 0,5% auf Nahrungsverbrauch, Sold und kampfbedingten Moralverlust. Okay, das ist sehr, sehr geil. Okay, das heißt aber, die gute Frau ist im Prinzip auch ausgemaxt. Jetzt lass uns mal gucken. Wie sieht's denn da insgesamt aus? Das Vogt. Ja, Vogt sind ja alle ziemlich, ziemlich mies. Okay, sie ist bei 282. Okay, 282 Punkte. Taiping ist bei 275. Dann Corraine ist bei 112. Der Wolf ist bei 240. Okay, ja gut, ja, das wird mit der Zeit auch noch besser werden. Beäugt der Ritter ist eine totale Niete diesbezüglich und Basi mit der Kühne ist okay. Wisst ihr was? Wir nehmen den nächsten Quartiermeister jetzt hier. Für unseren Trupp. Dann würde ich sagen, Taiping, du kannst irgendwas anderes dann machen, aber wir nehmen jetzt erst einmal Basi mit den Kühnen, genau. So. Dass hier alle mal so ein bisschen hochgelevelt werden, das wäre schon relativ wichtig. So. Wie sieht's aus? Ah, okay, 238 Plätze haben wir. Na gut. Dann können wir jetzt mal hier zurückgehen, noch ein paar Truppen rekrutieren. So, was haben wir denn da? Ja, Linieninfanterie ist vielleicht gar nicht schlecht. Pikiniere. Ah, recht viel mehr gibt's hier aktuell nicht zu holen, ne? Spießträger, Milizsoldaten, sowas halt. Was gibt's hier noch? In Werkesand. Ah, hier kommen wir jetzt eher dann zu den Novizinnen hier. Ja, genau, das sind die Elite-Einheiten. Das ist gut, das ist gut. Okay, mehr gibt's nicht. Ja, dann halt nicht. Kann man nicht ändern. So. Und zack, genau. Passt. Such dir einen ruhigen Ort mit deinem Partner. Make love, not war. Wisst ihr was? Komm, machen wir nochmal schnell. Ja, ist gut. Danke. Wir wissen ja, wie die Szene aussieht. Ich meine, das ist halt... Ich hoffe halt die ganze Zeit noch, dass wir irgendwo doch nochmal ein Kind hier in die Welt setzen. Das gibt's doch gar nicht. Das muss doch jetzt irgendwie mal gehen, oder nicht? Ein aktuelles aktuell ist aus unserem Clan keiner schwanger. Mal schauen, im offenen Versteck, was haben wir denn da? Eisenerz haben wir jede Menge. Wir haben Werkzeuge, wir haben Limestone. Das Sultan-Adler-Banner. Das könnten wir hier mal so für uns nehmen. Hier die Schildkrötenstandarte. Weiß ich nicht. Stahlbanner, nee. Taiping. Ihr habt alle schon irgendwas. Ich markiere mir das mal nur, damit ich es nicht aus Versehen verkaufe oder so. Ja, okay. Was hier? Ton haben wir noch. Genau. Passt. Okay. Dann schauen wir gerade mal kurz noch in die Garnison. Wie sieht's damit aus? Die ist formidabel. Kurz auf den Rang gucken. Ah, doch. Sind schon einige gute dabei. Bleib mit der Partner im Schloss. Ja klar. Zum Verlies gehen. Ist keiner drin aktuell. Ja gut. Hier könnte man noch Truppen rekrutieren, aber das sind eben nicht unsere Custom Troops. Das ist dann eher für einen Notfall. Einen Spaziergang durch die Burg machen, ja.
Keine Ahnung. Reden wir mal mit Corain. Peace to you. Na? Ach komm. Der widmen wir jetzt mal kurz unseren letzten Sieg. Das ist doch eine nette Sache. Nee, passt schon. Ist okay. Wolfi, wie sieht's aus? Peace to you. Ja, would last like to ask you about management. Ja, nee. Ist okay. Das passt schon. Ja, da steht er. Da steht er und schaut. Also, ich hoffe, du kümmerst dich gut um alles hier. Also, das Versteck ist eingerichtet. Genau. Wie sieht es aus hier? Burgverwaltung. Gut, der Wohlstand sinkt. Avoid starvation. Ach so, die haben hier nichts zum Essen oder was? Warte mal, was ist, wenn ich in das Versteck, was ist, wenn ich da jetzt Vorräte reintue? Also sagen wir mal so von allem so ein bisschen was. Haben wir dann immer noch das Problem? Anscheinend schon. Hartholz brauchen wir mal ganz dringend. Ich würde sagen, wir. Ah, beziehungsweise, warte mal, ich muss erstmal nochmal hier mit unserem Quartiermeister reden. Wer war das jetzt, der Neue gleich hier? Basimet. Mit dem muss ich mal kurz reden. Wo ist er denn? Da. Basimet, lass uns mal kurz quatschen. I'm yours to command. Gut, was eure Position im Clan angeht. Achso, du kaufst hier. Give me an overview of our supplies. Wir haben 22 Textilien, 54 Alkohol, Tierprodukte, 43 Holz. Okay. Aha, okay. Ja, okay. Achso, der kauft das ganze Zeug direkt. Okay, das ist ja gut. Also, wir brauchen diese Supplies natürlich. So, wisst ihr was? Da gehen wir jetzt einfach mal runter. Und schauen nochmal. Warte mal, hier sind Noble Hunters. Noble Hunters, die könnten wir uns eigentlich mal holen, oder? So. Gefangene. Nee, Looter brauchen wir nicht. Gebt mir euer Zeug. Der Northern Liberators Clan wurde vernichtet. Aha. Was haben wir hier noch? Ja, komm. Ein bisschen Bösartigkeit verbreiten ist doch auch nicht verkehrt. Gut, das ist alles hier Iron Fists. Die können wir noch brauchen unter Umständen. Was gibt's hier noch? Gibt's hier irgendwelche Verstecke sonst noch? Also klar, die kennen wir ja schon. Aber es könnte ja sein, dass es hier noch irgendwas anderes gibt. Nö, das brauchen wir nicht. Basimet der Kühne ist eine Stufe aufgestiegen. Okay, das ist natürlich sehr erfreulich. Schauen wir gleich mal. Basimet. Lupus, du hast noch einen Punkt? Ach, hier. Du kannst es lesen. Jawohl. Geil. Warte mal. Education. Ach so. Jeder kann nur ein Buch auf einmal lesen, ja klar. Man kann auch nicht abwechselnd lesen oder so, das geht natürlich nicht. Benehmt euch ja wie fucking Einzelkinder. So, was haben wir hier? Nicht Bräuch der Ritter. Basimet. Du hast wieder 4 Punkte. Komm, dann machen wir hier mal erst einmal alles auf Vogt reinballern. Gut. Sieht doch ganz ordentlich aus. Coin Collectors haben wir hier. Aha. Was es nicht alles gibt. So, wir gehen mal hier runter. Okay, hier gibt es natürlich wieder die. Wie stark seid ihr? 2800. Komm. Na, endlich. So, jetzt werden wir nämlich mal ein paar Karawanen nerven. Hier, komm, die kriegen wir doch, oder? Oh, guck mal an.
Wer ist denn die hübsche Frau? Sidovir und Katar fragt. Ah, das sind die. Okay, gebt eure Waren her. Oder sterbt. Ey, die haben uns 3 Truppen gekostet. Ihr Ärsche! Na, wartet. Iron Fist wird stärker. Okay, okay, das ist ja schön. So, müssen wir mal kurz hier... Ja, natürlich haut er ab, weil er feige ist wie Sau. So, Betrug. Wir geben die Gefangenen frei. Ab dafür. Go for it. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, 244 Leute. Hallo, guten Tag. However much one may... Ja, das, du hältst jetzt mal den Rand. Ich mach dich fertig. Oh, okay, das könnte ja mal spannend werden. Komm. Und da können wir mal ausprobieren, jetzt hier, wie das hier mit unserer... hier mit unserer Pistole funktioniert. Müssten wir allgemein gucken. Ja, okay, also das ist hier direkt bei einem Dorf. Das ist natürlich blöd. Warte mal hier. Ja. Schilde nach vorne. Dann haben wir hier die Bogenschützen. Lass mal kurz runter gucken. Wie sieht's damit aus? Da haben wir... Wie viele Musketenschützen haben wir? Die haben nämlich so einen blauen Schild auf dem Rücken. Daran erkennt man die. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir haben 5 Musketenschützen. Na gut, okay, die können wir jetzt noch so mitlaufen lassen. Das könnte allerdings später zum Problem werden. Weil die haben natürlich eine gerade Schusslinie. Normalerweise. Beziehungsweise, komm, wir stellen die nach vorne natürlich. Damit hier nicht dauernd Friendly Fire passiert. So, beziehungsweise lose Formation. Ach Gott. Ja, okay, vergiss es, dann halt normal. Dann halt nicht so, dann halt so. Dann die Reiter natürlich, die sind auch wichtig, aber die werden hier eher weniger Spaß haben, fürchte ich. Beziehungsweise hier irgendwie so. Dann haben wir noch die berittenen Bogenschützen. Ja, die berittenen Bogenschützen, die packen wir halt so irgendwie hin. Und dann haben wir noch einen Haufen Truppen. Ach so. Das war quasi die Gruppe, von der ich gesagt hatte, ich möchte eigentlich, dass die leveln. Aber nee, das brauchen wir jetzt nicht. Ich würde mich sagen, ich setze mich mal dahin. Was hast du? Du hast verringerter Littner Schildschaden. Nee, komm. Beziehungsweise, ja, ich meine, Taiping kann ja trotzdem mit dazukommen, aber... Erhöhter Schaden gegen berittene Truppen. Nee, warte mal. Das machen wir kurz mal hier weg. So. Dann erhöhter Schaden gegen berittene Truppen. Ja, setz dich da mal hin, oder? Genau. So, und los geht's. Ist eigentlich echt ein ganz cooles Pferd. Gefällt? Ich möchte jetzt nur mal wissen, wo der Gegner ist. Ah, okay, aber wenn ich... Ja, das ist eigentlich ein bisschen doof. Müsste man eigentlich andere Leibwachen dann aussuchen. Und wisst ihr was? Ich habe auch, glaube ich, eine Idee, was wir dann da nehmen. Ich mache das direkt gerade mal kurz, bevor ich das vergesse. Hier stelle ich mir direkt ein für die Bodyguards. Solange wir jetzt auf dem Pferd unterwegs sind, sollten wir andere Cavalry oder... Wollen wir Horse Archers nehmen? Nee, nicht unbedingt. Ruhig Nahkampfkavallerie. Wir nehmen aber dann nicht die Schwertmeister des Wolfsordens hier, sondern wir nehmen dann die Garde der Wolfs. Hey! Ah, genau, so, das hier. Okay, da kommen die ersten Sachen geflogen.
Ich sollte vielleicht mal ein bisschen hier aufpassen. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Ah, das ist hier unser Bruder. Steht hier rum. Ja, das gefällt mir noch nicht so ganz. Ach, die trauen sich nicht her, oder? Weil wir Angreifer sind. Aber ihr seid doch viel mehr als wir. Was scheißt ihr euch denn jetzt an? Die entfernen sich immer weiter von uns, kann das sein? Ja gut, wenn ihr nicht wollt, dann kommen wir halt her, oder? Schauen wir mal. Bewegen wir uns mal langsam auf sie zu. Ich würde auch sagen, wir stellen uns dann lieber hier so auf. Soldiers! Move! Troops! So, die Archers stellen sich mal... Und dann die Archers stellen sich hier auf, genau. Ja, ich höre die Pfeile schon, aber... So, liebe Reiter. Macht euch bereit. Gut. Wenn ihr dann soweit seid, dann können wir ja demnächst loslegen, hoffentlich. Ah, das sind doch ganz ordentliche Truppen hier. So. Ah, ihr legt teilweise schon an, okay. Ach, wisst ihr was? Komm. Infanterie! Infanterie! Give them hell! Auf geht's! Wo habt ihr euch denn jetzt versteckt? Bewegt euch jetzt erstmal. So. Sieht sehr gut aus bis jetzt. Wow, wow, was ist mit dem Pferd passiert? Dann schauen wir mal. Okay, das dauert erstaunlich lange zum Nachladen. Oha! Oh Gott! Ey! Hört mal auf mit der Scheiße! Au! Au! Wo ist eigentlich mein... Au! Wo ist eigentlich mein scheiß Pferd? Jetzt hört doch mal auf, mich hier zu mobben! Macht schon Damage, aber halt... Oi, Alter, ist das ein Riesengerät! I
Alter, ist das ein riesiges Gerät. Au. Oh mein Gott. Au. Die Explosive Arrows. Oh Gott, die Explosive Arrows. Die sind ein bisschen sehr übel. Oh mein Gott. Ja, also ich merke schon, diese Pistolen sind kein Wundermittel. I yield. Alter Falter, aua. Das hat jetzt gerade echt hart wehgetan, muss ich sagen. Ah, schön. Jetzt haben wir auch mal Schwertmeisterinnen dabei. So, ja, ich weiß, wir haben zu viele Leute. Das ist mir jetzt aber wurscht. Repeating Crossbow. Ha, auch nicht uninteressant. Würde ich mir tatsächlich da mal behalten. So eine Repetierarmbrust, das klingt schon nicht so schlecht. Wo haben wir es denn? Hier. Sperren wir mal. Gut, komm. Der Rest geht an die Truppen. Na? Wie sieht das aus? So. Hat ja gut funktioniert. Was haben wir jetzt hier noch? Ah! Stufenaufstieg. Hey! Wie jetzt? Invest Focus. Das sind doch Fokuspunkte, oder nicht? Oder braucht man dafür Attributspunkte? Choose Lifestyle. Aha. Jetzt kann ich einen Fokus investieren. Ernsthaft jetzt? Was brauche ich hier für 240? Ach so. Ich bin ja doof. Ach so. Herber, gibt es hier gerade wieder... Oh nö, es hängt gerade. Moment. Ach, so, da bin ich wieder. Der Grund, warum es kurz gehangen hat, ist, es hat einen Bug gegeben. Ich kann euch kurz auch zeigen, warum. Hier bei unserer Education. Ich habe ja hier jetzt einen zweiten Fokus ausgewählt. Ich kann nicht sofort direkt danach den dritten Skill auswählen. Das geht nicht. Ich muss erstmal den Progress auf 100% abwarten. Und dann kann ich den Night Predator Skill auswählen. Vorher gibt es einen Bug. Also deswegen habe ich jetzt die übrigen beiden Punkte investiert gehabt. Wo hatte ich die gleich nochmal investiert? Ich glaube hier in Athletik oder wo? Ne, in Reitkunst habe ich sie investiert. Genau, in Reitkunst. Und ja, ich weiß nicht. Ich meine, wir werden wahrscheinlich nicht die ganze Zeit jetzt hier auf dem Pferd rumreiten und so weiter. Aber ein bisschen können wir es schon machen. Das ist okay. So, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück hier und packen dann alles da rein. Ah, okay. Das ist ja doch ganz interessant. Failure to attend. Ja, ist okay, ist kein Problem. Das war jetzt ein bisschen blöd, aber kann ich jetzt nicht ändern. So, Tschömedö, was habt ihr denn da eigentlich? Gildor Blader? Okay, ja doch, also es sind teilweise echt krasse Truppen mit dabei gewesen, muss ich sagen. Ja. Alter, okay, das ist natürlich jetzt ganz gewaltig. Verschenke ein paar Sachen, hole ein paar Jungs. Nee, wir verlassen das Versteck gerade mal. Und... wie war das jetzt eigentlich? Habe ich jetzt auch meine Adligen Gefangenen? Nee, die habe ich jetzt noch nicht. Die bin ich noch nicht losgeworden. Betrug. Ja doch, gebe einige Gefangene frei. Kann ich nicht. Achso, geht nicht. Na gut, hätte ja sein können. So, wir verlassen das Versteck. Ich muss mal kurz hier runter, hier rüber gehen zu unserem Versteck. Muss ich mal gerade mal anschauen, was wir da haben. Ja,
Irgendwelche Kusait-Deserteure. Komm, die sammeln wir noch schnell auf. Nein, lass mich in Ruhe. Jo, ihr kommt mal mit, bitte. Oh, Truppen. Ja, die höherrangigen könnte ich ja mal mitnehmen. Warum denn nicht? Beziehungsweise, weißt du was? Ich nehme die mal alle mit. Und stopfe die dann ins Versteck rein. Das ist doch die eigentliche Idee. Ja, bisschen hier. Komm. Das ist doch die Idee. Gut, wie sieht das aus? 10.300 irgendwas. Okay, das ist ja schon mal ganz ordentlich. Schutzhaus. Manage. Okay, der Wolf macht das weiterhin. Sehr, sehr gut. Genau. Dann machen wir das wie folgt. Wir nehmen die ganzen Rekruten und stopfen die da rein. Flandersche Armbrustschützen und so weiter. Flandersche Infanterie, Speerträger. Das kann alles weg. Flandersche Ritter, Armbrustschützen. Das ist übrigens, so sieht eine wölfische Waldschützin aus. Das ist ein ganz lustiges Tier. Ich weiß nicht so genau. Das sieht ganz lustig aus. Deswegen habe ich es einfach mal genommen. Ist jetzt so was Dämonisches, aber... Das, kann man das eigentlich mal sehen, was das für ein Tier ist? Hellhound heißt das. Ein Höllenhund. Okay, interessant. Das, werden wir mal schauen, was das so kann. So, was haben wir hier noch? Frontbrecher, bla bla bla. Nee, flandische Recke, genau. Lieutenant Vanguard. Nee, der Rest passt, glaube ich. Das können wir jetzt erstmal so lassen. Genau. Die Schwertmeisterinnen sehen auch episch aus. Und die haben vor allem diesen geilen Schild. Ach, ich mag die. Ich mag diese, diese Custom-Rüstungen einfach. Ja, das hat nicht mehr viel mit traditionellem Mittelalter zu tun, aber das ist mir in dem Kontext ehrlich gesagt scheißegal. Weil das ist... Wir machen da jetzt einfach mal ein bisschen was anderes draus. Ritter des Wolfsordens. Ja, oh, die sind auch cool. Diese Pferde. Ich liebe diese Pferde. Die sind einfach krass. Ja, dann haben wir den Leitwolf. Mit einem großen Schild und einem fetten Zweihandhammer. Den hätte ich auch gerne, glaube ich, irgendwann mal. Ja, Wächter des Wolfsordens haben wir auch schon mal gesehen. Es sieht auf jeden Fall ganz gut aus hier. Wölfischer Tyrann. Sieht auch ganz cool aus eigentlich. Ich mag die Designs einfach. Aber wir haben noch keine Garde der Wolfs. Den müssen wir uns mal irgendwann holen. Okay, die Rüstungsbrecher sind... Wir haben nur 5 Stück davon. Das ist aber nicht viel. Muss ich mal gucken, dass wir da nochmal weitere ranholen. So, schauen wir gerade mal. Manage. Territorium. Okay, wir haben 3 Territorien. Partnerschaften haben wir einige. Nur in Pravent kommt kein Geld mehr rein. Wahrscheinlich hat da jemand seine Macht verloren. Da muss ich gleich nochmal schauen. Wie sieht das aus? Können wir gerade mal... Hier, genau, irgendwie Getreide mal ein bisschen hier verteilen, so. Genau. Mal schauen. Versklavung. Rein damit. Ja. Geht eigentlich, ne? Tod 2 bis 10. 2 bis 9. Achso, okay, das spielt tatsächlich jetzt gar nicht so sehr die Rolle. Gut, dann machen wir das so. Okay, dann brauchen wir jetzt erstmal da nichts mehr zu machen. Wir gehen wieder... Achso, nee, Quatsch. Ich wollte ja noch im Schutzhaus nachschauen, wie es mit den Aufträgen aussieht. Warum kann ich nicht mehr in den Schema-Raum? Achso. Wieso kann ich nicht mehr in den Schema-Raum? Das frage ich mich jetzt gerade. Banditenfraktion, Iron Fist, Darkwater Pirates. Okay, ja gut, die sind halt völlig RIP. Aber der Rest ist gut dabei, also das gefällt. Gut, wir könnten auch wen anders zuweisen. Vielleicht ist das deswegen, vielleicht ist das ein Bug, weil der Wolf nicht gleichzeitig dort sein kann und dort, aber... Schauen wir mal. Gaunerei 112, Taktik 63.
Ich glaube, entweder Broig oder Lupus. Ich würde sagen Broig, komm. Ah, jetzt kann ich wieder in den Schemaraum. Okay. Okay, ja, das war nur der Bug, weil es geht nicht gleichzeitig. Okay. Royalist Vlandia. Oh! Prinz Amorkon. Das hat geklappt! Dein Ziel ist tot. Ui! Okay, das ist gut. Warum sagt mir das denn keiner? Vollständig. Hier. Ist gut. Brauchen wir nicht mehr. Wähle ein Schema. Also, erst einmal mal gucken hier. Hier, Sargoth. Den König, genau. Wähle ein Schema. Mord. Erfolg. Okay, Nee, das ist ja Bullshit. Kann ich das wieder löschen? Moment. Das geht ja so nicht. Prisoners, Vertrag, Verträge. Ah, okay. Na ja, gut. Groll Hauptbuch. Keine Ahnung, bestechen. Skandal. Okay, was ist Skandal? Minus 16. Ach so, die Grollstrafe ist zu hoch. Die hassen uns so mega. Ja, dann machen wir das weg, oder? Ja, lassen wir das jetzt erstmal. Wir meinen jetzt erstmal da diesbezüglich nichts weiter. Aber Agenten, wir haben 20 Saboteure, 30 Spione, 29 Assassinen. Das ist schon mal ganz gut. Die sind also alle schon mal trainiert. Aber jetzt gerade im Moment brauchen wir da nichts weiter zu tun. Wir gehen jetzt einfach mal wieder runter. Beziehungsweise, nee. Nee, wir füllen jetzt erstmal Truppen nach. Wir haben jetzt doch wieder ein bisschen was verloren gehabt. Nochmal Geld gefunden, das ist schön. Ah, wir gehen ja erstmal nach Pravent. Genau, da war ja was mit Pravent, ne? Irgendwie Probleme, weil kein Geld reinkommt. Das ist natürlich blöd, wenn bei den Partnerschaften kein Geld mehr reinkommt. Ich gehe mal stark davon aus, dass da jemand seine Macht verloren hat. Ich sehe mir gerade diese Darkwater Pirates. Brauchen wir die eigentlich noch? Brauchen wir nicht wirklich, ne? Ja, da hat jemand seine Macht verloren. Oje, oje. Mein. Ja, gut. Das geht natürlich nicht klar. Das ist richtig. So. My greetings to you. Ja, versammeln mal die Gefährten, bitte. Na? Ach so, das ist hier Handelsdingens. Ja, pf, keine Ahnung, Eisenerz, Wolle, Ton. Nee, jetzt gerade nicht. Das sind aber ziemlich dreckige Fahnen, die ihr da aufgehängt habt. Sucht euch mal eine neue. Das sieht ja eklig aus. Das will ich aber erstmal sehen. Ah, da ist der Amboss. Ah. Da hängt der Amboss rum. Well now, Stranger. Peace to you. Lass mich eines klarstellen. Entweder du lernst, wer hier das Sagen hat, oder ich zeige dir, wie gut ich darin bin, die Leute zu überzeugen. Was glaubst du, wer du bist, mir so zu drohen? Ich werde dir zeigen, wer wem eine Lektion erteilen wird. Ich bin bereit. Ja, easy going, oder? Das ging sehr, sehr flott, muss ich sagen, doch. Da ist direkt der Nächste danach. Ey, das gibt's doch nicht. So, was habt ihr hier? Pferdetechnisch nichts Neues. Irgendwelche rüstungstechnischen Neuerungen? Nicht wirklich, oder? Nee. Ist auch nichts dabei, wo ich sagen würde, oh Gott, das brauche ich jetzt ganz, ganz dringend. Vergiss es. Hier bei den Hauptrüstungen vielleicht irgendwas. Plate Armor with Silver Ornaments. Ach, dieses Ding. Oh, nee, komm. Was ist das hier?
Ach so, das ist eigentlich eine ganz ordentliche, aber jetzt gerade habe ich eigentlich gar kein Bedürfnis da, mir sowas zu kaufen. Hier so mit Schachbrettmuster gibt es natürlich. Was ist das hier? Ach so, sieht auch ganz nett aus, aber. Crusader, Tabard, okay. Ja, einen Kreuzzug haben wir jetzt noch nicht. Wollte gerade nochmal schauen. Hier gehen wir mal nach Wert. Was haben wir denn hier? Speichern wir gerade mal, damit da nichts passiert mit. Reinforced Checkered Brigantine. Ah, okay, achso, das war das vom Lupus. Speichern wir direkt mal ab, dass wir das nicht aus Versehen direkt verkaufen. Schuppenstiefel. Ja. Ah, der Rest ist jetzt eher so optional. Wir hauen mal das ganze Zeug weg, verdienen uns jetzt erstmal wieder Geld. Gut. Und weg damit. So. Was haben wir hier? Northern Steel irgendwas? Okay, ne, das passt schon so. Ja, gut. Was gibt's in der Arena noch zu tun? Ein Stahlbanner. Nee, danke, jetzt erstmal nicht. So, jetzt müsste auf jeden Fall wieder Geld reinkommen. Und dann holen wir uns jetzt erstmal neue Truppen. Fangen wir mal damit an. Wie schnell oder langsam sind wir? Wir haben einen leichten Herdenmalus. Oh, jetzt werden die wieder angegriffen. Ich könnte schon wieder kotzen. Hört auf, mich zu nerven! Ich wisch mit euch den Boden! Ah, jetzt ist da irgendeiner abgehauen. Du bist echt ein Sack, ne? Ja, du kommst mit. Blödmann. Guild of Swordsmen. Ja gut, die können wir kaufen. Kaufen. Direkt, die können wir mitnehmen. Den Kataphrakt nehme ich auch noch mit. Aber ansonsten erstmal kein Interesse. Danke. Zack. So. Also, wie geht's dem Dorf? Och, den sieht soweit ganz. Das sieht soweit ganz gut aus. Okay, die sind alle gut bei der Arbeit. So muss das sein. Ja, jetzt aktuell haben wir da noch keinen Bedarf. Gehen wir mal hier noch hin, nach Werkgesandt. Nein, das ist halt der Vorteil, dass wir so ein kleines Territorium haben. Wir können das relativ einfach beschützen. Was haben wir hier? Aktuell leider keine Elitetruppen, ne, zum Holen. Schade. Ja, gut. Vielleicht später. Irgendwann. Mal zur Burg Werkgesandt. Burgverwaltung, okay, Holz. Holz brauchen wir demnächst mal. Was ist hier? Wohlstand? Der Wohlstand sinkt immer noch. Avoid Starvation, ja. Treue ist auf 100%. Nahrung ist auch genug da. Was heißt denn Avoid Starvation? Ihr verhungert doch überhaupt nicht. Was sind das schon wieder für ein Müll? Sicherheit ist auf 100. Bau, okay, wir haben jetzt halt aktuell das Problem, dass wir kein sonstiges Zeug hier haben. Nee, aber. Hä? Wait a minute. Aber erstmal die Mauer auf nächste Stufe. Der Rest passt doch eigentlich. Was soll denn das? Ja, gehen wir mal zum Verlies. Gefangene verwalten. Es sind immer noch so viele drin gefangen. Na gut. Ihr bleibt hier. Damit hier kein Scheiß passiert. Na gut. Dann zum Fürstensaal gehen. View Culture Report Banner Kings. Was gibt's hier noch? Achso, nee. Das Recruit Troops. Achso, das sind die Leute wieder. Nee. Kein Interesse. Danke. Wir gehen mal jetzt mal nach Oxhall noch ein bisschen die restlichen Gefangenen verkaufen. Zack. Was haben wir hier? Ein Tavernenbezirk. Okay, was ist denn das? Das ist ja ein interessanter Clan. Aha. Interessant, interessant. Ihr gehört ja alle. Ah, ne, wollte gerade sagen, ihr gehört alle schon zu wem, aber ihr gehört gar nicht alle schon zu wem. Aha, okay. Gaunerei und geizig, aber nö. Nö, jetzt gerade nicht.
Mal kurz noch zum Handel. Verkauf mal den ganzen Krempel. So. Was habt ihr hier? Irgendwelche Pferde, aber jetzt nichts wahnsinnig Tolles. Western Scale Mail Barding. Ach komm, nehmen wir doch das. Was habt ihr hier noch? Schilde. Ganz toll, aber nö, sonst jetzt erstmal nichts. Eine gebundene Armbrust. Nee, das ist halt, die haben halt auch wirklich keine Chance. Die haben alle immer nur Munitionslimit 1. Das ist echt ein bisschen blöd. Ja, gut. Was haben wir sonst? Eisenkappen und so weiter hier zum Kaufen. Batania hat ja da auch jetzt nicht alle das allertollste Equipment. Obwohl, da sind schon ganz paar coole Sachen dabei. Es ist hier so ein Hochland-Kronenhelm. Ja, okay, mit so einer Maske über dem Gesicht, das ist natürlich immer etwas blöd. Aber an sich könnte man den schon wem geben. Ist halt nur die Frage, wem. Schwierig, gell? Basimit könnte man den geben. Wie sieht das dann aus? Nee, das sieht blöd aus. Vor allem guckt der Bart noch raus. Das geht ja gar nicht. Nee, okay, vergiss es. Nee, da ist jetzt erstmal nichts Besseres. Klar, gibt hier noch den Plattenhelm, aber den habe ich ja schon. Was haben wir hier? Ganzen Umhänge. Was ist das? White Rough Bearskin. Aha. Was es nicht alles gibt hier. Highland Bronze Warlord Pauldrons with Wolf Pelt. Ach so, mit so einem Wolfspelz. Ah, das gleiche gibt es nochmal in Braun. Ach komm, von mir aus machen wir das so. Da, rüstungstechnisch, habt ihr da was Besseres? Schwierig, gell? Irgendwie. Aber gut, wir sind halt auch schon am Ende der Fahnenstange mehr oder weniger angekommen. Es gibt nur noch eine Handvoll Rüstungen, die besser sind als das, was wir schon haben. Deswegen, okay, gut, nee, da gibt es einfach nichts Besseres. Schade. Von den Waffen her, glaube ich, gibt es jetzt auch erstmal nichts mehr, was wir euch Besseres geben können, oder? Vielleicht obwohl was Besseres als eine Mamelukenlanze unter Umständen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da was Besseres finden. Ganz kurz runtergehen. Mamelukenlanze. Ah, hier sind wir bei den Lanzen. Spieß aus Damaszenerstahl. Hippe Common Pike. Nee. Was ist das? Einhändig, zweihändig Lanze einlegen. Ah, okay, also sowas wie eine schwere Ritterlanze. Ja, komm. Kriegst du hier mal eine schwere Ritterlanze. Gut. Leute verkaufen. Das haben wir bereits. Ja gut, dann gehen wir wieder. Da ist schon wieder fast eine Dreiviertelstunde rum. Es ist ja Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist aber, es funktioniert alles sehr, sehr gut hier. Na komm. Es speichert immer so jetzt so lange. Was ist hier? Ah, okay. Einer von Colordoc. Wo ist eigentlich unsere Schwester? Nur mal aus Interesse. Oh, die ist schwanger. Na, schau mal einer an. Na, siehst du mal. Okay. Weißt du was? Ich bleibe jetzt auch mal in der Stadt. Einfach nur mal jetzt für den Rest des Parts mal gucken, ob wir eventuell auch noch mal hier, ihr wisst schon, ob das noch mal klappt mit dem Kind. Das wäre doch sehr, sehr schön. Oder wenigstens irgendein anderes Pärchen hier aus unserem Clan. Na komm. Okay, wird ein bisschen das, werden die Beziehungen hier verbessert. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Aber irgendwie, das, ich meine, das habe ich schon richtig verstanden, oder? Mit der Enzyklopädie. Kinder, oder? Oder Erbe. Erbe, wie waren das? Erben. Ehre, Einfluss, Clans, ne. Warum findet man das hier nicht? Clans, Dörfer, Ehre, Einfluss?
Burgen, Charaktere, Dörfer, Fertigkeiten, Freigebigkeit, Geld, Königreiche, Mitleid, Mut, Siedlungen, Städte, Statthalter, Tod und Erbschaft. Okay. Ab Ende 40 besteht jedes Jahr eine Wahrscheinlichkeit, dass Charaktere an Krankheiten oder Altersschwäche sterben. Okay, das ist soweit. Stirbt ein Clanführer gegen Grundbesitzer Lehen an dessen Erben über. Ja, ja, okay, das ist ja mir soweit klar, aber es steht leider nichts hier von wegen was werben und Heirat. Hm. Ah, nee, ja, das ist... Es steht leider nichts Genaues dazu da. Ist ein bisschen blöd. Überredung, Verbrechen, Vorteile. Nee, das ist alles nicht das, was ich wissen will, aber... Toll. Dann halt nicht, dann warten wir jetzt halt einfach so. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja affig. Ich meine, ich habe einmal ein Kind gekriegt und dann direkt nochmal Zwillinge. Das wird ja jetzt wohl auch nochmal klappen. So, was haben wir hier? Einhändig, leichtfüßig oder Stahlkernschilde? Stahlkernschilde, komm. Ich mag Schildwallformationen. Okay, Belagerungsmaschinen. Du kriegst noch ein Pünktchen. Direkt gleich mal in Intelligenz reinballern. 3 Punkte hast du noch. Hm. Machen wir hier einen mal rein. Hier einen. Und hier einen. Irgendwie so. Aber das gibt's doch gar nicht, Mensch. Oder ist bei 3 die magische Grenze? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, oder? Oder ist das so in Bannerlord? Keine Ahnung, gehen wir noch auf Clans Nummer aus Interesse. Oder auf Königreiche. Was weiß ich. Was hast du zum Beispiel? Okay, du hast 2 Kinder. Okay, du hast noch gar keine Kinder. Na gut, okay. Das ist, sehr, sehr schwierig. Okay, eine sehr lange Liste an Gegnern. Nee, aber das ist doch, also... Dass das so ein Problem hier ist? Ist 3... Eine Tochter, Sohn. 3, der hat auch 3 Kinder. Interessant. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist 3 auch die magische Grenze. Aber andererseits kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich meine, was sollte die denn daran hindern? Ich meine, gerade im Mittelalter denke ich mir so, das ist ja eigentlich Quatsch. Oh, was haben wir denn hier? Ah, hier hätten wir einen großen Outcast-Tribe-Aufstand mal wieder. Ich meine, selbst wenn es nicht für uns ist. Ich meine, ihr seid doch hier alle, also in meinem Trupp sind doch entsprechende Pärchen hier. Ich meine, zumindest Lupus könnte er eventuell noch, also zusammen mit seiner Frau, ihr wisst schon. Das wäre zumindest in der Theorie drin. Taiping, du bist auch 30. Du meine Güte. Ich meine, du hast 2 Kinder. Immerhin. Aber, gut, sie ist schwanger. Ja, wir haben 3 Kinder. Aber irgendwie... Es will nicht so recht, habe ich den Eindruck. Ich muss mal dann nochmal bei Google schauen, ob es da eine innere Grenze gibt oder so, dass die Clans nicht zu schnell wachsen oder so. Naja, gut. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Können wir hier noch irgendwas... Zum Tavernenbezirk. Ich mach's einfach normal hier, komm. Why not? Ja, ja, ist gut. Wir kennen die Chose. Ist noch nichts passiert. Naja, gut. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt heute auch erstmal. Wir gehen erstmal raus, speichern das Ganze ab.
Ich bedanke mich fürs Zusehen und da muss ich mal überlegen, wie wir das machen oder ob es da irgendeine Option gibt oder wie auch immer, weil ich meine, ganz ehrlich, es ist, je mehr Kinder, desto besser für unseren Clan natürlich. Und mal schauen, ob ich da was rausfinden kann, sagen wir es mal so. Ich meine, wenn 3 die Grenze ist, dann ist 3 halt die Grenze, okay. Dann haben wir die eh ausgereizt, aber da schauen wir da mal. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Servus und ciao.